Howdy und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Red Dead Redemption. So, oh, wir müssen unbedingt wieder Poker spielen, da habe ich richtig Bock drauf. Freunde. So, jetzt gehen wir aber zu Mr. Ricketts. Hola, muchachos. Muy interesante. Gracias, amigos. Mr. Marston, how the devil are you? I'm fine, how are you, Mr. Ricketts? Und selber? I'm good. I'm glad you're here, because these men were just telling me about Mr. Escuela. Javier Escuela? Emilio, let me ask you something. His nombre is Javier, Señor Escuela, is Javier, to see? No sé, señor. He doesn't know. I got that bit. Ask him, was he about 5'8", mustache? Did he have an American in tow? A big American? Emilio. Estabacon, grind the Americano? Yo no sé. No. Again, I got that. But they do have his sister. Emilio's, I mean. She's a fine young woman. A teacher. A human being. Not the clothed vermin so many people seem to have turned into. Tell him I'm sorry. When a man's family is involved, you need a little more enthusiasm than mere apologies. I have enough worries, sir. This man's problems pain me, but they're not quite my own. Those who sit on the fence make a choice, in their own way. Don't you think, Mr. Marston? Of course. And what about you, Ricketts? A man living in the past? Man who ran away from home? What choice did you make? I'll tell you what choice I made. I'm a fighter, sir, and I'll fight to the end. I think we should get going. Na dann, let's go. You can take the train with me or ride yourself. Makes no odds to me. Fahre mit Ricketts im Zug oder reite nach El Matadero. Ja, komm, wir fahren mit ihm im Zug. Reiten können wir immer. Es ist so geil, einfach. Das Spiel ist so geil. Is that so? There's some recent encounters with this Bill Williamson fella haven't gone exactly in your favor. Funny how everyone seems to know my business, but nothing about the men I'm looking for. It isn't easy getting the locals to talk. Setz dich hin. Okay. It's the only way to travel, so they keep telling me. We'll get off at Casa Madrigada and ride from there. Bisschen gucken wir zu, aber wir springen dann zum Zielort. Ganze Fahrt machen wir nicht. Nice. And Poncho turned up. Schon sehr, sehr hübsch. Schon sehr, sehr hübsch. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, ob ich mir vielleicht doch noch einen Xbox-Controller zulege. Für den Computer. Aber das Ding ist halt, ich habe halt wirklich immer auf Tastatur gespielt alles. Also, wenn ich mir einen Controller hole, müsste ich es halt nochmal mir aneignen. Aber es ist natürlich in dem Fall einfacher, dass du siehst ja auch alles, was du drücken musst. Und dann steht ja der Button dazu da. Wir haben jetzt, denke ich, so ungefähr die Hälfte vom Spiel, bisschen weniger als die Hälfte rum. Könnte sich eigentlich schon lohnen, nochmal einen Controller zu holen. Und dann auch für Red Dead Redemption 2 später. Obwohl ich echt ein großer Fan von Tastatur und Maus bin. Übrigens, liebe Freunde, jetzt kann ich, weißt du was, das machen wir jetzt mal. Wir fahren jetzt noch ein bisschen Zug, ich überspringe mal noch nicht. Und zwar spreche ich jetzt mal ein Thema an, was die gute Lucy mal in die Kommentare geschrieben hat. Das wollte ich eigentlich schon vor ein paar Folgen machen. Ich habe es aber immer wieder vergessen. Aber jetzt fällt es mir gerade ein. Und zwar ging es darum, da ging es zwar um Assassin's Creed,
Aber ich versuche das jetzt mal so zu verallgemeinern. Da ging es darum, wie ich, wie so meine Sicht der Dinge ist zu Open World Spielen und in Bezug auf irgendwelche Collectibles und so, was das Spiel halt so sehr verlängert und so weiter. Und also grundsätzlich finde ich es immer geil, so Sachen einzubauen, wie zum Beispiel hier. Hier haben sie es sehr geil gemacht mit den Jagdtrophäen und den Herausforderungen, weil du auch immer eine Änderung drin hast. Ne? Du hast hier, keine Ahnung, 20 verschiedene Tierarten, vielleicht auch weniger, die du der Reihe nach jagen musst. Finde ich sehr cool gemacht. Dadurch wird das halt nie langweilig. Du hast immer eine Veränderung. Aber bei Assassin's Creed Odyssey zum Beispiel ist es ja so, dass diese große Karte... Also ich muss sagen, zum Beispiel hier bei Red Dead Redemption, ich finde die Karte von der Größe her eigentlich perfekt. Die ist natürlich jetzt im Vergleich zu der heutigen Zeit schon klein, ne? Also muss man einfach so sagen. Aber ich finde, das reicht aus. Also es muss gar nicht mal so groß sein. Also ich muss gar nicht das Gefühl, also es geht um mich persönlich, ich muss gar nicht das Gefühl von so ewig langen Reisen haben, ne? Das macht das Spiel nicht kaputt, wenn man nicht übelst weit reisen muss, ne? Und gerade in Red Dead Redemption 1, bei 2 ist die Karte natürlich deutlich größer, ist aber komplett blind, also ich weiß es nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass die Karte deutlich größer ist. Ja, also in Odyssey ist es schon wirklich sehr, sehr groß. Sehr, sehr groß. Und da auch diese Collectibles und so, die Sachen, die man einsammeln kann, das macht das Spiel einfach... Und wir sind da. Einfach ein bisschen zu viel. Also es ist, das hat dann auch keinen Sammlerwert mehr, wenn du auch die ganzen Sachen tausendmal machen musst. Immer die gleichen Sachen und so. So, jetzt muss ich leider aufhören zu schnaggeln. Ey, aber Freunde, ich spreche gerne über solche Themen. Und wenn euch meine Meinung dazu interessiert, wir können auch gern mal irgendwie ein Format machen, wo man mal irgendwie quatschen kann zusammen oder so. Gerade sind ja auch Podcasts sehr, sehr beliebt. Bei mir auch übrigens. Also ich höre gerne Sachen irgendwie neben der, wenn ich irgendwie zu Hause sauber mache oder irgendwie, was weiß ich, irgendwie was am Rechner Thumbnails mache und so. Da höre ich gerne Podcasts nebenbei. Jetzt reden die wieder die ganze Zeit. Also, wenn ihr Bock drauf habt, Freunde, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Lecker. Ich muss mal ganz kurz gucken, jetzt durch lauter Schnackeln. Wo sind wir denn jetzt hier gerade? Alles klar. Und tschüss, liebes Programm. Es tut mir so leid. So. Okay, Freunde. Ich glaube, es wird wirklich Zeit für einen Controller. Es wird wirklich Zeit für einen Controller. Es geht mir gerade hart auf die Nerven hier. Liebes Programm. Bleibt doch jetzt bitte verbunden. Mann! So. Here we are. Looks kind of sleepy, don't it? Slow up. All right, let's find this Carlos guy. Na dann. Oh, ist ja voll düster. Carlos. Si. We're here for Luisa. She's still being held up in the caves? Yes. She's still up there. Who's the cowboy? We're here to Marston. Help. Muy bien. I can distract the guards. You and the gringo can get inside. Let's do it. I will keep them talking, senor. The rest I will leave to you. All right, let's find Luisa. Na dann. Begleite Ricketts. Okay. Was ist das da oben? Das ist doch kein Wüstensalbei, oder?
Abgatten hier so? Generator am Start? Warte, Entdeckung auf das Ablenkungsmanöver. Okay. Na los, Carlos. Hola, ¿qué tal? No puedes estar aquí. Hace calor hoy. Bien bochornoso, ¿verdad? No lo voy a decir otra vez. No puedes estar aquí. Oye, soy yo, Carlos. Pues trabajo en el matadero. No me importa quién eres. Esta es una zona militar prohibida. Vete a casa. Me gustan sus botas. Muy bonitas. Mi hermana tiene las mismas. Pinche campesino de mierda. Te voy a colgar al lado de tus cerdos. ¡Váyanse al infierno, traidores! Well, I say we've waited long enough. Okay, na dann los. Follow me, we'll shoot our way in there. Sorge dafür, dass Rickett sicher zu Luisas Zelle gelangt. Okay. Ja, wenn er in Deckung geht, dann ist das kein Problem. Oh, es geht schon los. Das ist doch nicht wahr! So, Freunde, jetzt scheint es stabil zu sein. Ich muss mal ganz kurz das ein paar Mal probieren, aber jetzt läuft es, glaube ich. Okay, Freunde, ich muss mir einen Controller holen. Ich muss mir einen Controller holen, es geht nicht anders. Ja doch, Mensch. Junge, der Ricketts pace hier aber auch durch. Wie soll ich denn da aufpassen, dass dem nichts passiert? Sag mal, hab ich jetzt das... Das Richtige. Schütze Ricketts, während er das Schloss an der Gefängnistür sprengt. Okay. Und wo kommen sie? Geil, haben wir wieder viel zu looten. Ist da ein Loch in der Wand gefunden oder warum? Geh hinter dem Tisch in Deckung. Okay, spreng's jetzt oder was? Wir haben ja noch die Herausforderung, ne? Wir müssen Leoparden oder so mit Dynamit sprengen. Aber wenn wir den anlocken... mit Gift und dann so ein Ding werfen, ist doch eigentlich gar nicht so schwer. Tot. Come on, boy. Poor girl's barely alive. Ja, die raucht ja wirklich, also. Hättest vielleicht irgendwie Bescheid sagen sollen oder so? Achtung, ich sprenge oder sowas? Keep going. What have we got here? Skillfully done, sir. I taught you well. Ja, am Arsch, Junge, weil ich einmal mit dir schießen war. Kiste, Kiste, Kiste. Bam, Junge.
Na, was ist los? Machen die nix? So, hier schön looten. $1,300 schon. Looks like Carlos left us some horses. Come on. Ich nehme das hier, es erinnert mich an mein altes Pferd, was ich den Hang runterjagte. Hilf Ricketts, Luisa zu beschützen. Na dann los. Let's go before any more of them show up. Fast! Okay, alles klar. Na komm. So, jetzt. Ganz ruhig, Pferd. Ja, das läuft doch. Munition für repetierbare Form. Nein. So. So weiter geht's. Da kommen schon die nächsten. Ach, scheiße. Fuck! Okay, ich glaube, ich muss auf das Gewehr wechseln. Aber habe ich nicht mehr so viel Munition. Verdammt, die haben hier alle andere Waffen. Ja, let's go. Hoffentlich lebt er noch. Where is he? Something doesn't feel right here. What the hell? Warte auf Carlos. There he is. Talk about cutting it fine. Luisa, gracias a Dios. Ach da. Thank you for saving me. You're a good man. Friends of the people of this land. Was someone named Harvey Escuela one of the men holding you? No. I don't know. I don't think so. But I remember that name from prison. Bad people spoke of him. I told you, John, he's still in Mexico. Okay, then. I guess we'll keep looking. Yeah. Alright, haben wir das abgeschlossen. Ruhm plus 75. Ehre plus 50. Alter, Ehre ist echt. Munition, was? Wie viel? 24? Krass, Alter. Die haben ja doch die richtige Munition dabei. Ne, komm. Marsten, komm! So. Na gut. Pfeffi! Hey! Okay. So, wo sind wir jetzt gerade? Karte? Diez Coronas. Oh, Corona!
Wir müssen nach Perdido. Da gibt es das Kraut, was wir brauchen. Was haben wir hier noch auf dem Weg? Wir können hier noch pokern. Hufeisen werfen. Super. Haben wir eigentlich hier drüben noch was zu tun? Nur so Nebenmissionen, ne? Okay, dann würde ich sagen, pass mal auf, wo? Hier sehen wir auch, welche Tiere es wo gibt. Kaninchen. Wo gibt es denn zum Beispiel Kaninchen? Da sind Schweine. Da sind so Ziegen. Das sind Kojoten. Aber wo gibt es denn Kaninchen? Muss ich vielleicht nochmal auf McFarlane's Ranch und da ein paar Kaninchen abknallen? Gut, warte mal, ich muss mal in der Kojoten-Gegend. Die Frage ist nur, sind das hier sind Wölfe, das sind ja keine Kojoten, oder? Wo gibt's hier Kojoten? Was ist das hier? Was ist das? Was ist das? Egal, komm, dann machen wir erstmal nach Perdido. Wir müssen ja eh dann nochmal zu Mr. Rickett. Machen wir mal hier hin, so. Zack. Zack. Dann brauchen wir oben noch eine ebene Fläche. Ja, ist leider nicht sehr eben. Da vorne könnte es gehen. Hier so vielleicht. So. Zack. Einfaches Camp. Wunderbar. So. Zum Zielort reisen. Nach Wegpunkt reisen. Jawohl. Ist schon geil, der Poncho. So, und wir haben schön Tageslicht. Das ist auch ein Traum. Hola. So, hier muss es irgendwo das Kraut geben. Da hinten gibt's was. Ist es das? Jawohl, blaues Wollkraut. Ah, here we are. Alles klar. Sieht ein bisschen aus wie Wüstensalbei. Das sticht doch in der Landschaft ganz gut heraus, Freunde. Da wären wir doch schnell fündig, oder? Ah, da haben wir Kaktus. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, Freunde, aber kriegen wir ja auch ein bisschen Ruhm und was weiß ich, wenn wir das machen. Ist doch auch ganz nett. Zack. Wie viel braucht man da? Jetzt haben wir zwei. Sammle 7 Büsche, also 5 brauchen wir noch. Ja, kriegen wir hin. In den letzten 4 Minuten kriegen wir das noch hin. Vor allem, wie ich das immer sage, so eine 30 Minuten und dann bin ich eh immer drüber. Das ist irgendwas anderes. Da ist noch ein lilanes Kraut. So gefällt mir das, Freunde. So, das hier sind irgendwelche... Ja, das sind Wölfe. Scheiße, das gute Kraut. Okay, schnell, 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 schnell. Zack. Ist noch 4. Let's go. Yeah.
da drüben. Und da noch einer. Sehr schön. Zack. Und hier noch. Ist doch ein Traum, Freunde. Guckt mal, wie schnell das geht. Wunderbar. So, dann kicken wir mal. Ja, noch irgendwo was. Hier oben vielleicht. Komm schon hier, zwei Wollkraut, Junge. Da drüben. Da drüben. Zack. Und klar, guck dir das an. Perfekt gemacht, Freunde. Perfekt gemacht. Ob ich das nochmal hinkriege? Da drüben ist noch eins. Pass auf. Reinschlittern und direkt pflücken. Ja, ja. Ah. Schade. Diesmal nicht. So, jetzt haben wir alle. Perfekt. Geil. Überlebenskünstler Level 5. Hör mal. So. Sammle 8 Büschel Schmetterlingskraut. Zusätzlich zu denen bla bla bla. Kraut in und um Diez Coronas. Da waren wir doch. Glückwunsch, du bist jetzt was? Legende des Westens, Menüeintrag hinzugefügt. Karte Zeit für kurze Zeit von Ort von Gräuern im jeweiligen Gebiet. Diese Zeitspanne ist jetzt doppelt so lang. Die Überlebenskünstlerkarte? Du hast das Wild-West-Legenden-Outfit entdeckt. Mit ihm erhöht sich dein maximales Dead-Eye. Oh, cool. Aber wo ist diese... Filter einblenden? Immobilien, fremde Person? Nee, das ist es nicht. Legende einblenden. Das ist es auch nicht. Was ist denn diese Überlebenskünstlerkarte? Option. Option Anzeige. Sheets. Naja gut, egal. Geil, wir haben... Aber habe ich das jetzt freigeschaltet oder habe ich da wieder nur einen Punkt abgeschlossen für das Outfit? Ich weiß es nicht. So, Karte. Wir machen jetzt zu Mr. Ricketts, Mr. Landon Ricketts. Oder machen wir hier das Fragezeichen noch? Nee, das ist zu weit. Wir reiten hier hin. Machen hier weiter. Also in der nächsten Folge. Schön, die Straßen benutzen sie mal schneller. Das läuft doch, Freunde. Das läuft doch richtig gut. Mensch. Am perfektesten wäre es, wenn das Scheißprogramm... Oh, Kojote, Kojote. Nee. Irgendeine Wildkatze. Wenn das Scheißprogramm nicht immer abschmieren würde. Dann wäre es ein Träumelchen, wirklich. Dann wäre es 10 von 10. Aber... Wie gesagt, ich werde mir einen Controller bestellen, Freunde. Es ist beschlossene Sache. Let's go. Was keift da rum? Ah, Wölfe. Nee, sorry, tut mir leid. Euch will ich nicht. Wo reite ich denn hier lang? Ist das richtig? Ich muss ja. So, alles klar.
So, halt. Wo kann ich denn hier? Da drüben. Zack. Wunderbar. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, flitze ich da noch schnell hin. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, du hattest Spaß. Ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag. Und wir sehen uns morgen dann wieder hier. Mach's gut. Bis morgen. Ciao.